Ich habe jetzt auch verstanden, wie das mit diesen Balken bei den Waffen funktioniert. Je voller der Balken, umso besser ist es. Ja. Gab es da Zweifel dran? Ja, weil das mit dem Sichtrückstoß manchmal nicht so richtig eindeutig gewesen ist bei dem Spiel. Okay. So, Kollege, du kriegst jetzt als allererstes Bewegungsmelder verpasst. Oh, pass dich auf, dass die Kamera dich nicht dabei sieht. Nee, das dauert ja nicht lange, den ranzusetzen. Ist das illegal, Bewegungsmelder an Personen zu setzen? Ich glaube schon, ja. Geh doch. Was? Chains. Wie soll ich denn hier was klauen, wenn du dich so blöd vor mich stellst? Guck weg, Guard. Sag mir mal kurz. Ach, willst du mich verarschen? Du hast ja gerade weggedreht. Mit deiner blöden Kackrübe, Junge. Okay, warte, dann guck ich nur schnell, was der Code ist. Ja, guck mal, was der Code ist. Meinst du, ich krieg die auch hier getauscht, die Geiseln? Bestimmt. Schrank im VIP-Raum. Oh, hab ich hier einen Zivilisten erschossen? Was? Erschossen? Ja. Muss versehen. 6809, okay. Na dann tausch mal deine 8 Geiseln. Ich wollte dich doch tauschen, du Arsch. Du musst F gedrückt halten. Ach so. Aber erst fesseln und dann. Ja, ja, ja. Jetzt kannst du wieder tauschen. Hold it! Get down! Kannst du auch mit der Waffe schlagen, dann legen sie sich schneller hin. Denn dafür musste ich ja nicht abschließen, oder? Nee. Sind hier hinten noch Geiseln irgendwo? Hier ist noch eine. Ja, ich glaube, du hast die 8. Bestimmt. Ja, dann können wir jetzt neu starten. Warte, ich will noch wenigstens alle tauschen, die hier sind. Oh, dann müssten es ja 8 sind es bestimmt schon. Ja, ja. Gut. Ob das gezählt hat? Also 6809. Also bis jetzt hat es bei mir immer funktioniert so. Okay. Ashton Fine Jewelry Store. Get in there. Mask on or off, that's your call. Guard, over there. Das Hacken ist ja egal, ne? Wenn mich dabei einer sieht, das stört ja nicht. Das ist egal, ja. Dann hacke ich jetzt als allererstes die inneren Kameras. 09. Bingo! Mann, geh da weg jetzt. There's a guard. Damn, Tayo. Warum kann ich eigentlich 3 Kameras hacken? Das weiß ich nicht. Vielleicht gab es da ein Skill, dass man jetzt 3 hackt, dass du eine zusätzliche Runtime irgendwie hast oder so. Well done. That takes care of the display case alarm. Oder kann ich eine von dir hacken, weil du auch 2 hacken kannst?
Nee. Ach, wenn er so rumkommt, stellt er sich dahin. Also du kannst auch noch zusätzlich drei hacken, oder was? Nee, ich kann bloß zwei hacken. Aber zusätzlich zu den dreien, die ich hier hacke. Ja, weil jeder hat ja seine Runtime. Okay, strange. Das ist schon krass, finde ich. Ja. So, du kriegst jetzt auch erstmal einen Bewegungsmelder. Es ist mir hier eigentlich zu heiß mit der blöden Guard. Ach, stell dich doch jetzt nicht da hin. Okay, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir hier austauschen. Ja, sauber machen, nicht austauschen. Jetzt muss es funktionieren hier. Ja, ich muss erst noch in den VIP-Raum rein. Also die Guard bleibt aber auch, die hat wirklich, die ändert ihre Laufbahn teilweise. Oder okay. Normalerweise kommt die von hier vorne. Ja. Und stellt sich dann hier an die Säule und glotzt die ganze Zeit in die Richtung. Oder eine ganze Zeit, sagen wir mal so. Okay. Und jetzt ist er einfach durchgelaufen. Oder ist es auf Overkill normal, dass die hier irgendwelche Spirenzchen machen? Na, eigentlich nicht. Kann natürlich sein, dass es durch die letzten Updates ein bisschen verbuggt ist, aber. Meinst du, es ist ein Bug, dass die hier ihre Laufroutine ändern? Ja. Oder die Laufroutine ist länger als nur einmal im Kreis. Das ist halt, weiß ich, dass die zweimal im Kreis laufen und dann erst wechseln und dann irgendwie. Und jetzt bleibt er nämlich hier vorne wieder stehen an der Tür. Ach, willst du mich verarschen, dass sie sich genau dann. Ja, dann. Schneiden. Dann mach hin, ich muss die Managerin noch festnehmen. Mein Gott, ey, man kann sich aber auch. Scheiß Kamera sieht mich hier. So, Achtung. Was, Achtung? Ich bin mit einer anderen Guard noch hier reingekommen. Die geht aber gleich wieder weg. Oh. Sehe ich. Ach, da bist du. Lustig, ich hab ihm die Tür in den Rücken gehauen und er ist gestolpert. Jetzt steht die Guard auch hier wieder. Also es scheint tatsächlich irgendwie jede zweite Runde so zu sein irgendwie. Okay. That's the jeweler's workshop. It's locked by a biometric. Was sieht mich denn jetzt hier schon wieder? So you need to find someone with access to open it. Using the documents you found in the basement. Ach so. I can make the manager leave the public spaces. Fuck! Patch me through to the manager's cell from the phone on her desk. Ich könnte natürlich theoretisch rausgehen und mich draußen festnehmen lassen, dass er mit draußen dann könnte ich mir die Maske aufsetzen oder so. Ich glaube, wenn du zu lange wegläufst, schießt er irgendwann. Naja, der Ping ist übrigens auch nicht besser auf dem Server, also nicht viel besser. Okay. Neuschaden? Ja. Das war wieder das letzte Stückchen Schmuck von so einer Seite hier. Ja. Nimmst alle anderen, nimmst du ohne Probleme und das letzte ist dann wieder. Da dreht sich wieder irgendwas in deine Richtung. Alter. Dass hier aber auch Chains und Hoxton immer so blöd hinstellen müssen. Ja.
Anstatt einfach mal mithelfen, weißt du? Nee, da muss ich so hingestellt werden, dass man noch blockiert. Mann. Those documents look interesting. Snap a picture and send it to me. Wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Achso, ich habe schon wieder kein Tempo mehr. Es ist einem ärgerlich, wenn du dann hier 10 Minuten lang alles geklaut hast und dann machst du einen Fehler und es ist sofort vorbei, ne? Wo ist die Guard da drüben? Was? Fick dich, Guard, Junge. Wahnsinnig. Ich weiß, wir hatten solche Momente ja auch in Payday 2. Und du bist auch die ganze Zeit hinten noch voll beschäftigt, ne? Bitte? Du bist ja die ganze Zeit hinten voll beschäftigt, ne? Ja. Aber guck mal, wenn du jetzt zu viert hier drin wärst und jeder könnte 2 oder 3 Kameras hacken, dann würdest du ja einfach alle Kameras hacken, oder? Ja. Aber ich möchte es halt auch ungern mit Randoms machen, um ehrlich zu sein. Nee, also mit Randoms spiele ich eigentlich meistens laut. Ja. Es gibt welche, die wollen es unbedingt leiser machen, aber das fuckt mich dann eigentlich ab, weil... Ja, es ist halt, wenn du dich nicht unterhalten kannst, ja, ist es halt schon nervig. Geht jetzt weiter, die Guard, oder habe ich noch Zeit? Well done. That takes care of the display case alarm. So, ich versuche das jetzt mal ein bisschen koordinierter zu machen hier. Auch wenn es länger dauert. Hold on. I'd like to take a close look at those documents. Send me a picture. Damn. Blood diamonds, bribed customs officials. We have all their dirty secrets right here. Bingo! IDE wouldn't want this to come out. I'm sure we can make use of it somehow. Guard. Was hat mich jetzt gesehen? The manager's due to leave in about 1 minute. Hurry up. Die Kamera hier hinten raus. Okay, vorne in den Schaufenstern habe ich jetzt schon mal alles. Jetzt mache ich hinten den äußeren Rand. Bingo! Im Prinzip muss ich ja bloß immer in regelmäßigen Abständen was klauen, um das Tempo zu behalten, ne? Ja. Oder knacken. Ja, oder knacken halt. Dass sie mir jetzt schon sagt, dass ich Bags rausschaffen soll. Obwohl ich ja noch gar nichts gereinigt habe hier. Ja. Okay, die Guard steht vorne an der Tür.
laptop. It's locked by a biometric scanner, so you need to find someone with access to open it. Problem ist halt immer, ich muss dann auch immer checken, wenn ich eine neue Kamera hacke, dass die anderen Kameras auch noch passen. Ja. Weil immer, hier vorne sind ja 5 Kameras. Das heißt, wenn ich eine neue hacke, dann ist halt wieder die älteste nicht mehr gehackt. Okay. Just waltz down there, snap some pictures, and wait a minute. What's this I'm looking at? So, komm hintergelaufen, Managerin. Soll ich das, hab ich. Wow, was war das schon wieder? Okay. Das ist so angeblich nicht sehen jetzt hier die Garde. So, die Tür ist offen. Ja, ich... Ja, ja, ja. Ich habe gerade die Kameras so gehackt, dass, also ich habe jetzt alle inneren gehackt, sodass ich hier drinnen jetzt noch aufschließen kann erstmal. Ja. Das würde ich auch erstmal noch schnell... Du hast denn noch Schmuck, den du reinigen kannst, oder? Ja, ja, ich habe hier hinten 5 Taschen, die ich machen muss. Jetzt läuft die Guard auch hier durch, einfach. Ich kriege immer Angst, wenn ich vorne ein so ein Fragezeichen ja, sehe. Ja, ja, ja. Frag mich mal. So, hier den Bereich habe ich jetzt abgegrast. Das sieht der 100 Pro. Da steht halt gerade beschissen. Der Kollege Gard. Komm, verpiss dich. Ne, jetzt steht er da nicht. Das war vorhin genau die Situation, wo er dann hier durchgelaufen ist. Okay. Also es ist nicht jede Runde gleich, der hat irgendwie 2 unterschiedliche Runden, die er läuft. Ja, die leitende Guard läuft auch immer irgendwie anders. Immer diese scheiß Guards. Als ob sie nicht wollen, dass wir sie ausrauben, weißt du? Okay, die leitende Guard ist hinten geblieben, kommt nicht zu dir nach vorne. Okay, ich glaube, ich habe tatsächlich alles. Wir haben jetzt auch 40% schon, ne? Ja. Jetzt können wir hier mit den Taschen anfangen. Alter. Ich muss aber noch die Kamera hacken vor der Tür hier. Und ich bin noch am Überlegen, wie ich das mit den Guards mache, mit Ausschalten. Weil ich keinen Schalldämpfer habe. Ich muss die im Nahkampf ausschalten. Das ist das Problem. Ach, du wieder. Ich kann eine Sentry aufstellen. Sieht mich jetzt hier. Ach, ich habe schon wieder kein Tempo mehr, deswegen sieht mich jemand. Ist doch
auch überhaupt nicht auffällig. Nee, nee, alles gut. Das ist hier völlig normal. Wir sind Mitarbeiter. Ja, ja, ja. Sieht mich jetzt hier. Alter! Ach, die Kamera sieht mich. Okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Jetzt muss man bloß aufpassen, es könnte sein, dass gleich die leitende Wache vorkommt. Ja, ich sehe halt mal kurz das Klauen einstellen. Was? Das ist ja geradezu absurd. Ja, die kommt zu dir nach vorne. Oder? Nee, hä? Jetzt läuft sie wieder anders? Nee, kommt doch nicht zu dir nach vorne. Irgendwer sieht mich hier schon wieder. Jetzt sieht mich die Kamera. Ja, aber ich will jetzt auch nicht schon wieder alles durchtauschen müssen hier, nur weil die blöde Kamera da jetzt gerade hierher glotzt. Ich habe schon wieder kein Tempo mehr, deswegen. Hier sieht mich die Kamera nicht. Hallo Gott. Das ist echt so lächerlich. Tür auf, Tasche rein, Tür wieder zu. Alles gut, ist nichts passiert. Es gibt nichts zu sehen. Weitergehen bitte. Jetzt ist die leidende Guard hier. Aber die ist schon wieder nach hinten gelaufen in die Küche. So, 8 Taschen haben wir bis jetzt gereinigt. Jetzt habe ich schon wieder kein Tempo mehr gehabt. Alter. 8 Taschen haben wir schon gereinigt. Die muss ich auch nur noch raustragen, ne? Mhm. Und dann muss ich noch irgendwie in den Tresor reinkommen. Okay. Aber das könnte, da könntest du dann helfen. Du kannst ja auch den Knopf drücken. Ja. Da hinten ist ja nur privater Bereich, oder? Da hinten ist nur privater Bereich. Also im Worst Case werde ich halt einfach rausgeschmissen. Ja. Okay, ich glaube, ich habe tatsächlich alles. Ja, 9 sind gereinigt, 4 werden noch gereinigt. Das sind 13 Taschen ungefähr. Ja, es sind aber 14. Das heißt, die im Tresor ist die 14. Ja, okay, ja gut. So, warte, jetzt muss ich hier wieder... So, nee. Die muss ich noch hacken. Ich hacke jetzt so, dass ich hier auf keinen Fall gesehen werden kann. Ich schmeiß dir schon mal eine Tasche. Ja, genau. Kannst du die leidende Guard noch ein bisschen im Auge behalten? Oh. Okay. Ich hab sie, die Tasche. Ich wollte gerade die Tasche angucken. Ja, 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 wollte sie. Ich hab's aber schnell genug geschnappt. Ich meine, du siehst ja die Guard, die ich markiert habe auch. Naja, die leitende läuft gerade da hinten. Irgendwo rum. So, jetzt haben wir schon mal 50%. Noch 5 Taschen, dann sind wir durch. Ja. Wie ist denn das mit einem ECM? Achso, jetzt habe ich keinen ECM-Störer mehr dabei. Gib mir doch die blöde Tasche. Machst du wieder zu? Ja. Wenn ich jetzt noch 2 Taschen tragen könnte, ne? Mhm. Das wäre so viel besser. So, die Guard läuft gerade nach hinten weg. Guckst du da auch immer, was die Guard macht, bevor die Tür aufmachst? Ich sehe sie ja. Okay. Ja, das mit den Bewegungsmeldern ist echt am besten. Also es ist so ein geiles Gadget, wenn du leise spielst. Ja. Vor allem, weil du halt die Personen markieren kannst oder es an die Personen ranhängen kannst. Ansonsten, wenn du die wirklich nur irgendwie als Lichtschranke irgendwo hin platzieren könntest, das wäre schon ein bisschen doof. Ja. Ich müsste eigentlich gehen hier.
Gerade so. Die Tasche lag auch zu weit drin. Ich konnte sie nicht von außerhalb nehmen. Ach so. Müssen die echt, also muss die bis an die Tür ranschmeißen, damit ich sie von draußen nehmen kann, ohne reinzulaufen. Ja. Denn sonst sehen mich halt auch dann die Zivilisten. Okay, Guard guckt mit dem Rücken zu uns. Und du musst die Tür aufmachen, sonst schieße ich mir die Taschen weg. Reinigst du jetzt mittlerweile schneller, als ich das Zeug raustrage? Es ist schon alles gereinigt. Ach so. Obwohl ich es jetzt eigentlich fast nicht riskieren möchte, den Tresor aufzumachen, verzichte ich lieber drauf. Ich muss bloß gucken, dass ich halt irgendwie rauskomme. Mhm. Aber du kannst theoretisch noch Guards ausschalten, ne? Naja, zwei, aber wie gesagt, die muss ich halt im Nahkampf ausschalten. Ach so. Ja. Das geht halt nur von hinten am besten. Ja, also theoretisch... Mach schnell wieder zu. Schnell wieder zu! Ja, ist doch schon zu. Sag mal, wie ist denn das, wenn du durchrennst? Theoretisch. Wie meinst du durchrennen? Und dann einfach hier, also einfach straight up da rausrennen. Und dich irgendjemand sieht und du einfach bis in den Endbereich rennst, ist es dann trotzdem noch leise? Ja, müsste eigentlich funktionieren. Es darf halt kein Alarm ausgelöst werden. Das ist halt die Frage, wie lange das dauert, bis die Alarm auslösen, ne? Ja. Aber das dauert ja auch ein paar Sekunden, glaube ich. Mach mal die Tür auf. Achso. Ja, ich probiere einfach möglichst rauszuschleichen. Mhm. Also ich habe ja, ich kenne ja einen Weg, ich muss halt irgendwie übers Dach. Übers Dach geht's hier? Ja, da gibt's auch einen Weg übers Dach. Wo geht's denn da hoch? Im Gebäude? Im Gebäude, bei dem Gang... Bei dem großen Gang einfach gerade durch, da geht's zum Dach hoch. Echt? Ja. Also zum Dach vom Nebengebäude. That's it. Okay. Da muss ich halt irgendwie gucken, dass ich. Ach, da, du musst durch das Fenster raus. Hinten bei der. Da, wo die Küche ist, da und dann kannst du da auf die Markise springen, oder was? Ja, genau. Okay, alles klar. So. Jetzt kommt gerade die Guard, aber jetzt kannst du aufmachen. Wie viele sind es denn noch da? Vier Taschen sind es da noch. Da könnten wir sogar noch einen Haste schaffen. Na, einen lauten wollten wir vielleicht nochmal machen. Ja. Okay, also Tresor riskieren wir nicht. Nee. Oder? Nee. Das, also ich meine, es geht ja da nur um Geld, ne? Naja. Achievement haben wir ja schon für die Mission hier. Beeil dich. Eine Tasche ist da noch? Oder waren es noch zwei? Okay. Zwei sind es noch. Ja, Geld und es gibt halt ein bisschen mehr Erfahrung, wenn da alle Taschen gesammelt hast. Ja, aber gut. Watch the guard. Aber man, wenn man... Kann man andermal probieren, wenn ich einen Schalldämpfer dabei haben darf. Ja. Denn wenn wir es verkacken, wegen der einen blöden Tasche, dann... Ja. Was, dreckiger Scheißbohrer, sagst du? Ja. Warte, die kommt gerade her. Ja, okay.
tatsächlich noch eine Tasche. Ja, wir müssen mich verkacken, kriegen wir weder Geld noch Erfahrung. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Ja, und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ja, ja. Es hat jetzt lange genug gedauert, hierher zu kommen, auf den, an den Punkt hier. Ja. Weil dann hätte ich nämlich, wenn ich einen Schalter dabei hätte, ich schon längst die zwei Guards ausgeschaltet, aber... Okay. So, dann gucke ich mal, dass ich irgendwie... Hoch aufs Dach kommst. Also auf das andere Dach. Ich schmeiß schon mal die Tasche in die, ins Auto. Ach, da ist auch noch ein Zivilist. Natürlich kommt die jetzt hierher gelaufen. Camera! I'm buying another private jet. They've got all these decisions I have to make. Like what? Color. Die Kameras gucken ja nicht nach oben, oder? Nee. It's driving me insane. So why don't you just get your assistant? Du kannst ja hacken. Can't. Ja. I'm sort of breaking in a new one. And I don't think I'm going to get what I want if I don't make the decision. Top. Okay, ich bin. Hey, warte. Hier steht gerade keine Guard. Ach, da kommt die leitende Guard angelaufen. Naja. Aber die guckt woanders hin. Und dich beeilst. Oh, dann habe ich ja meinen Daily. Mal gucken, ob ich meinen Daily habe. Tons of jewelry and no fucking cops.